Hallo, guten Abend. Ist denn alles da? Fieber ist da. Hallo, Fieber. Hallo, Kamitsu. Guten Abend. Dankeschön fürs Hosten, Fieber. Wie geht es euch? Wie seid ihr in den Mai gekommen? Ich habe leider gestern nicht streamen können, obwohl ich gestern streamen wollte. Hallo, Richie. Guten Abend. Hallo, Igamaro. Guten Abend. Ja, es hat gestern leider gesundheitlich nicht geklappt, dass ich hätte gestern streamen können. Ja, passiert. Ich hätte gern euch irgendwie Bescheid gesagt, aber da gibt es gerade noch nicht wirklich eine Möglichkeit, aber wir arbeiten dran, dass es eine Möglichkeit geben wird, dass ich dann in so einem Fall euch auch Bescheid sagen kann. Achso, stimmt, ich habe vergessen, Fieber muss ich was anderes fragen. Was frage ich denn Fieber? Fieber, wie lief dein Tag heute? Rishi! MMH schon 5. Ja, schon 5 Monate. Wow, danke schön, Rishi, für dein Resub im 5. Monat. Und dann noch Stufe 2. Dankeschön, Dankeschön. Ich fast überlesen, aber nein, ich habe es noch mitbekommen. Dankeschön, Rishi. Danke. Du bist ganz entspannt in den Mai gekommen, Fieber. Das ist doch schön. Seid ihr alle anderen auch entspannt in den Mai gekommen? Ich habe erstmal so, weil ich mir gesagt habe, so, also am Anfang des Tages ging es mir noch relativ gut. Ich hatte dann auch viel vor, ich habe dann ja auch noch eine Freundin besucht. Und am Anfang, auch so Vormittag, war so, hey, es ist Mai. Bald ist wieder so das Wetter für Sandalen. Habe ich mir erstmal so eine Pediküre heißt es, gegönnt. Ja, so bin ich in den Mai gekommen. Und dann Fahrradfahren. Du musst noch nebenbei ein bisschen arbeiten. Ach Mensch. Viel zu tun. Aber du machst es halt auch wirklich immer mit viel Liebe für die Bewohner. Das ist doch schön. Also die haben's gut, dass du diesen Job hast, weißt du? Ja, aber gestern war bei uns überhaupt kein Sandalenwetter. Also es hat sich noch gar nicht gelohnt. Ich habe jetzt immer nur Socken an. Wobei ich eigentlich zu den Menschen gehöre, die sehr schnell barfuß laufen und dann halt. Also ich habe auch fast alle Schuhe barfuß immer an. Gehe dann immer ohne Socken rein. Ich habe dann immer so extra Barfußsohlen drin liegen. Die sind dann so extra flauschig. Läuft sich wie auf Teppich. Madara, guten Abend. Hallo. Ja, das habe ich auch gerade gefragt, Igamaru. Wie ihr alle in den Mai gekommen seid. Ja. Naja, also bei uns ist das Wetter halt richtig. Also heute richtig krass verregnet. Und gestern war es auch echt zugezogen und kalt und windig. Richtig kalter Wind. Ah, du machst gerade was für das Ehrenamt. Okay. Aber das ist doch auch schön. Stimmt, ich hatte doch gestern Wettkampffieber. Erzähl mal. Du bist nebenbei am Kochen, Igamaro. Okay, dann viel Erfolg und lass es dir dann schmecken. Alles gut, man muss auch nicht immer alles hören, was ich sage. Ich persönlich würde auch gerne manchmal einfach weghören. Aber irgendwie kriege ich doch immer alles mit. Es wäre cool, wenn man selber sein Geschnatter nicht mithören müsste. Manchmal wäre das ja angenehm, glaube ich. Vertiefen wir dieses Thema nicht. Was kochst du denn schönes, Igamaro? Und wie ist das so, das Wetter bei euch? Also bei uns war es am 30. April richtig, richtig schön. Echt auch ohne Jacke rausgegangen und so. Und nicht gefroren oder so. Und dann gestern halt bin ich dann halt mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und da hat mir der gedacht, hey, heute ist Mai, keine Jacke. Ja, er war nicht so die glücklichste Idee. Rocco, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Team. Guten Abend. Schnitzel mit Nudeln. Okay. Ich glaube, du hast kochen ein bisschen mehr. Ich glaube, es kommt jetzt der ein oder andere vorbei und will mitessen, Igamaro. Rocco, wie geht es dir? Erzähl mal was, wenn du magst. 66 Meter weit geworfen. Okay. Wahrscheinlich weit, wenn du das so betonst, oder? Ich habe da so überhaupt keine Vorstellung. Auch wenn mir jemand erzählen würde, irgendwie, er hat im Weitsprung irgendwie 3 Meter geschafft und das ist so ganz nah am Weltrekord. Ich würde das sofort glauben. Ich habe so keine Ahnung, wie da die Werte sind. Also von
Also was eine tolle Leistung wäre oder was halt keine tolle Leistung ist oder so. Ich weiß bloß, in Leichtathletik war ich immer schlecht, abgesehen vom Schnelllaufen. In der Laufen war ich immer mit so einer der drei Besten im Jahrgang, aber ansonsten war ich im Leichtathletik immer sehr schlecht. Das ist die deutsche Jahresbestweite. Oha, okay. Das klingt doch nach einer echt krassen Leistung. Irgendwie mein Handy lässt mich heute überhaupt nicht in Ruhe. War den ganzen Tag ganz ruhig und dann irgendwie vor 2 Stunden fing das an. Blinkt das noch rot? Wieso blinkt das denn jetzt rot? Ach, du willst Strom haben. Naja. Kabel liegt in der Küche. Wir sind aber 21%. Hole ich denn beim nächsten Tee? Bringe ich das Kabel mit fürs Handy? Ja. Genau, ich bin halt wieder Atlas. Ich habe total Lust auf Atlas. Avi hat mir erzählt, dass er wo an einer anderen Stelle Fundamente versteckt hat. Und ich habe heute die Aufgabe, die zu finden. Ja. Er meint, ich kann da hinlaufen. Aber irgendwo auf der Insel sind Fundamente und es wäre cool, wenn ich genau da ein Haus hinbauen könnte. Ja. Aber bevor wir wirklich ins Spiel stehen, starten, darf ich euch was zeigen. Also, das habt ihr wahrscheinlich alles schon im Forum gesehen oder so. Aber für die, die es noch nicht gesehen haben, jetzt große Premiere, beziehungsweise hier im Stream ist es Premiere. Und zwar viele liebe Grüße von Telavor, der uns dieses Video schickt. Aber begegnet. Es ist sehr schwierig, den Ton einzustellen, wenn ich selber nicht höre. Bei mir. Das ist meine Insel, das ist meine Insel.
Also der sah zumindest sehr aus wie die Insel. Fand ich persönlich. Ich weiß es nicht. So wird jetzt geraten. Oh, die Unterwassergebiete. Da bin ich auch sehr gespannt. Freuen uns auf euren Besuch. Da hat er schon einen Hafen für uns gebaut. Ah, der Jungbrunnen. Ah, könnt ihr euch noch an den Jungbrunnen erinnern? Ja. Das werden wir nochmal machen müssen. Demnächst. Ich weiß gar nicht, wie alt ich bin. Ich muss ja mal gleich gucken. Es war. Das ist schön gemacht, oder? Ich habe hier gar nichts mitbekommen. Krusty, hallo, guten Abend. Ja, der Ton war schwierig einzustellen, weil ich selber habe gerade gar keinen Ton gehört. Ich weiß nicht warum. Dann musste ich das halt im OBS immer anpassen, so wie es Abi gesagt hat, ob es laut oder leise ist. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen schön für euch. Ging ja vor allem um die Bilder. Nicht unbedingt zu dem, was ich erzählt habe. Ja, hat Tila wohl gemacht. Richtig cool, oder? Also ich war total geflecht, als ich das erste Mal gesehen habe. Fand es echt sehr, sehr gut gelungen. So, aber genug über Atlas MMO erzählt. Wir wollen jetzt Atlas MMO live erleben. So. Auf ins Getümmel. Video ist auch toll. Ja, das sehe ich genauso, Fieber. Und hast du schon eine Stelle gefunden, Fieber, wo du bauen willst? Ja, definitiv, Krusty, definitiv. So. Ich bin wie alt? Wo steht mein Alter? Irgendwo steht doch mein Alter. 33 bin ich, okay. Gut zu wissen. Weil ich bin ich erst eine Woche hier und schon 33. Hä? Nein, jetzt auf in dem Video. Ja, sein können, du hast bei dem Video eine Stelle gesehen, wo du dachtest so, hey, da will ich hinziehen. Guten Abend, Zart. Hallo. Wie geht's dir? Wie bist du in den Mai gerutscht? Oder besser gesagt, ihr. So, wir haben noch Honig. Ja, wir haben den Auftrag, dass wir die Fundamente finden sollen, die Abi gebaut hat. Und dann haben wir den Auftrag, wenn wir einem großen Bären begegnen, diesen zu tämen. Du hast dir einen sehr seltsamen Schlafplatz ausgesucht. Aber gut. Dir geht's ganz gut, das hört man doch gerne, Zart. Das ist nur deine Meinung oder von euch allen? So, mal gucken, ob mir... Oh, ein Bär. Level 11. Ja, nie. Ich glaube noch zu klein, Abi, oder? Level 11 Bär? Weil hübsch ist er. Abi hätte gern halt ein kleines Bärchen. 12 mal gut. Okay. Seid ihr also insgesamt 13? Max ist 30. Habe ich Max 30 gerade gesagt? Oder habe ich eine andere Zahl gesagt? Okay, traue ich mir auch zu. Aber mir war so wie, ich weiß, dass Max 30 ist. Aber trotzdem, Dankeschön. Für den Fall, dass ich es ja nicht gewusst haben könnte. So, Zart, vielen lieben Dank für dein Resub im zweiten Monat. Dankeschön. Danke, danke, danke. Sehr lieb von dir. Ach Quatsch, wir können ja den Bären nehmen.
Wir müssen doch nicht mit der Sichel lostigern. Wir können doch mit den Bären lostigern. Manchmal klappt das irgendwie nicht so gut. Müsste ja ein bisschen reichen. Oh, Gemüse hast du uns auch gleich mitgeholt. Schön. Oh, ich mag die Musik von Atlas. Ganz schönes Gehüpfe hier bei dem Haus. Was fehlt denn jetzt noch? Wood. Und bei dir fehlt auch Wood, okay. Wir haben hier leider immer noch keinen Kristall gefunden auf der Insel. Finde ich sehr schade. Man braucht halt nicht viel Kristall, aber halt so ein bisschen. Weil ich hätte sehr gern Wasserglas. Weil zurzeit bin ich zwar wo ich immer wieder an Trinkwasser rankomme, aber ich weiß jetzt nicht, wo das neue Haus sein wird. Müssen wir noch finden. So, ich nehme ja noch ein bisschen mehr Kletterpiken mit. Und die ich mit habe, die repariere ich dann auch mal. Ja, weil ich ja noch nicht ganz weiß, wo die Insel mich, also der Weg mich hinführt oder so. Wir müssen ein bisschen. Wir machen heute ein Entdeckungstor. Ja. Ach, wir sind schon fertig, okay. Irgendwie juckt mich heute die Hand. So. Hey! Evelyn. Bingo Mongo, hallo, guten Abend. So. Also wir haben Kletterpiken, wir haben Essen und Trinken, wir haben Bögen, wir haben Pfeiler und einen Bogen, wir haben noch einen Notfallspeer und wir haben eine Fackel. Und wir haben ja einen Bären. Wir gehen ja nicht allein, wir haben ja Telavo dabei. Achso, genau. Hast du gerade gewunken? Winkst du, wenn man dich läffelt? Oh! Unser Bärchen winkt? Voll süß! Ja, ja, das bist du. So. Geht lang.
Mal sehen. Wir holen uns erstmal noch ein bisschen Verpflegung. Für das kleine Bärchen. So. Also, Avi meinte, ich komme da mit den Bären hin. Also ich werde wahrscheinlich nicht den Wasserfall hochlaufen müssen, weil da kann ich ja mit den Bären nicht lang. Mal sehen. Mal sehen, wo es lang geht. Wir haben auf alle Fälle sehr viel Metall. Und eine Kuh, wenn ich mich nicht irre. Eine männliche Kuh. Also ein Stier. Bist du eine Stier? Ja. Bist du eine Stier? Also bist du ein Stier? Das ist gut zu wissen. Das heißt, wenn es hier männliche Kühe gibt, muss es ja rein theoretisch auch weibliche Kühe geben. Wir wollten ja unbedingt noch eine Themen. Was bist du? Blind, okay. Kann ja sein, dass wir auf Kristall stoßen. Während unserer Entdeckung. Also unsere Entdeckungstour. Oh, wir haben ein Harlekin gefunden. Schön. Aber gerade, haben wir keine Zeit. Fieber muss doch arbeiten. Fieber kann jetzt auch keine Küche aufräumen. Aber wer auch immer sich finden lässt, die Gamaro, der bereit ist, deine Küche aufzuräumen. Vielleicht ist er auch bereit, bei mir den Abwasch zu machen. Ist auch okay, wenn derjenige das bei mir erst nach dem Stream macht. Und dann kann er hier auch zugucken. Oh, guck mal, wir haben kleine Häuschen gefunden. Und überall Metall. Also wir haben hier wirklich sehr viel Metall. Klapp, klapp. Hier irgendwas drin? Schade, hätte ja sein können, dass das so ein Wasserfass ist. Stimmt, Kefka. Kefka ist heute wohl nicht da. Da zählt die Ausrede, Fieber. Aber wenn Kefka dann herkommt, kannst du ja dann Kefka fragen, Igamaru. Er kann ja nicht sagen, er muss auf den Chat achten, weil das macht dann Fieber. Voll süß hier mit dem Häuschen, oder? So. Ich glaube, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Du traust Kefka nicht zu, dass er den Abwasch machen kann? Doch, bestimmt. Kefka ist schon groß. Wow!
Löwen holen einen vom Tier runter. Okay. Wie weit traust du es zu? Okay. Ich traue das auch Kefka zu, dass er den Abwasch kann. Oh, was Interessantes. Salz gibt es wohl in der Wüste. Ein interessantes Gespräch im Klobuchet. Weil wir haben ja noch nicht wirklich Salz gefunden. Du traust dir etwa nicht zu, dass du den... was für eine schöne Ecke. Du bist der Meinung, du kannst nicht den Abwasch machen, Fieber? Macht das immer dein Hund für dich? Oh. Was bist denn du hier für ein Stein? Okay. Ein Geschirrspüler. Ja, okay. Luxus. Wobei ich denke, sobald man einen Geschirrspüler hat, nimmt man das gar nicht mehr als Luxus wahr. Also wir haben ja auch einen. Einen ganz kleinen Mini-Geschirrspüler. Der hat nur eine Schublade. Aber reicht hier für uns beide. So, wir kommen hier aber nicht hoch. Also wenn hier das Haus sein sollte, hier kommen wir gar nicht hoch. Meint auch irgendwo oben. Also wir müssen schon irgendwo hoch, aber wir kommen da zu Fuß beziehungsweise mit dem Bären hoch. Ich glaube, ich habe mich total ver... Ich weiß nicht, ob Avi das auch so sieht. Ich versuche jetzt erstmal wieder zum Boot zurückzukommen, weil er meinte halt von da, wo unser jetziges Haus ist, beziehungsweise von da, wo das Schiff ist, kommen wir hin. Wenn es oben ist, da gibt es ja auch die ein oder andere Rampe. Also so natürliche Rampen. Versuchen wir einfach mal die. Na, erstmal wieder das Schiff finden. Adel, guten Abend. Hallo. Wie geht's dir? Seitdem du alleine wohnst, bist du brutal faul. Bei mir ist es, glaube ich, genau andersrum. Ich glaube, wir haben ein Fundament gefunden. Mitbewohner gebracht. Aber das ist ja noch nicht oben. Das ist wahrscheinlich nur der Weg dahin. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Schnitzeljagd hier heute. Suche nach den Fundamenten. Okay, ich denke mal, das ist Kristall und dann ist es doch kein Kristall. Passt, das ist doch gut. Also klingt nicht so optimistisch, aber gut. Mir geht es irgendwie noch nicht so viel besser als gestern. Also gestern konnte ich ja leider nicht streamen. Mir geht es noch nicht so viel besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe voll meine Tierchen hier vermisst. Mein Telefon und meine beiden Bios. Und, oh, hier ist noch ein. Aha, hier ist noch ein Fundament. Auch von uns. Ja. Okay. Ja, und mein kleinen Hasen. Und alle. Darum habe ich gesagt, ich stream halt trotzdem. Auch wenn es mir nicht so gut geht. Ah, hier ist noch ein Fundament.
laufen zumindest in die richtige Richtung. Hier sieht aus wie Sackgasse, oder? Ja, das sieht aus wie Sackgasse. Oh, dass sie auch mal dieses übelst dichte Gestrüpp haben. Weiß mal gar nicht, wo die Klippe ist. Ist das der Kristall? Oh, aber überall, überall. Ja, genau. Nicht unterkriegen lassen. Oh, guckt mal. Wir haben eine Kristallmine gefunden. Crystal. Ruby. Ruby heißt unser Kristall. Wir haben Kristall, wir haben Kristall, wir haben Kristall. Also, das wollte ich mal in den Bären packen. Wo ist mein Bär? Mein Bär. Bin etwas zu schwer dafür. Aha, ich kann mir endlich ein Wasserglas bauen. Oh nein. Das ist kein Kristall. Das ist Gem. Okay. Hallo, Danny. Guten Abend. Ja, wir haben Gems auf der Insel. Cool. Also zum einen freue ich mich, weil Gems. Zum anderen, ich hätte so gerne Kristall gehabt. Okay, gut. Hast du. Ah, oh, guck mal, dann kann Tela wohl wieder winken. Ja? Oh, Tela wohl winkt sogar mit mir auf dem Rücken. Okay. Ordentlicher Tela wohl. So. Ich glaube, das hier ist immer noch Nektar und kein Honig. Kann das mit dem Bären gar nicht abbauen. Okay, wo geht's weiter? Weil das waren ja noch nicht. Ich glaube, das war noch nicht das Endziel. Er meinte halt weiter hoch und weiter hoch. Und wenn es nicht mehr höher geht, da will er das Haus haben. Häschen! Hallo, Häschen! Wow. Guckt euch diese Aussicht an. Vielleicht da oben. Aber da kommen wir gar nicht hin, oder? Sieht nicht aus, als ob wir da hochkommen. Vielleicht da oben. Kommen wir eventuell da hoch. Das sieht aus wie, es geht nicht mehr höher. Wow, die Aussicht ist toll. Ich weiß schon mal definitiv, wo ich eine Brücke runterbauen werde. Eine Treppe runterbauen werde. Das sieht ja alles aus wie Klippe, oder? Oh, ich will hier nicht durchs Gestrüpp. Das ist meistens in meinem Klippenrand und dahinter ist da nichts. Wir sind auf alle Fälle mal nicht falsch, weil da steht noch ein Fundament. Ich habe es auch gerade gesehen. Da ist es. Wow. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Oh, wie cool. Sind so in den Felsen drin. Oh, ist so hammertoll, unsere Insel. Unsere Insel ist so toll. Oh. Oh, ich würde da so gerne echt hin. Schade, dass es die Insel nicht im echten Leben gibt. Oh, ich würde da sofort Urlaub machen wollen. Oder was heißt Urlaub? Ich würde hier wirklich ein Haus hinstellen und dann einfach hier leben. Egal, ob es Internet gibt oder nicht. Ja, okay, es wäre mit Internet schon schöner. Aber wow, echt. Also wenn du auf so einer Insel wie hier wirklich leben könntest, dann brauchst du ja echt nicht mehr. Du musst halt nur mit dem richtigen Menschen herkommen. Aber den habe ich ja schon. Und dann einfach hier bleiben. Obwohl, die Insel bietet Platz genug für ein kleines Dörfchen. Können die einen da hinten ein Häuschen bauen und die anderen auf der anderen Seite und dann kann man hier auch mit mehreren wohnen. Aber oh, die Insel ist so toll. Avidan, hallo, guten Abend, wie geht's dir?
Wie bist du in den Mai gerutscht? Bittonmark, hallo, guten Abend. Wie geht es dir? Wie bist du in den Mai gerutscht? Er meinte ja weiter hoch, bis es nicht mehr hoch geht. Also gehen wir jetzt mal hier hoch. So, ich gehe mal gucken, ob das wirklich Nektar ist. Vielleicht ist es doch Honey. Nee. Da steht jetzt Honey. Nee, wir sammeln Nektar. Okay. Schade. Du hast eine Insel gefunden. Du bist nur Level 4, okay. Dann dich schon mal nicht. Es geht. Geht das da hoch? Sieht so aus, wie geht der hoch, oder? Ach, die sind richtig. Ja, dann ist das ein gegnerisches. Nee, ist das unser Fundament. Die sind hier eindeutig richtig. Dann kämpfen wir mal uns den Weg frei. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir hier runterfallen. Ich habe das Gefühl, dass man hier tief fällt, wenn man hier fällt. Oh, Attila guckt aber gerade böse. Ich will mich nicht bei der Arbeit, ich will ja weiter abbauen. Wenn wir fallen, fallen wir tief. Gut, konzentrieren wir uns einfach nur auf die Büsche. Okay, Bär, du passt mal auf uns auf. Wir müssen ganz kurz AFK. Bis gleich.
Juhu, da bin ich wieder. Mein Bärchen hat eindeutig auf mich aufgepasst. Ich lebe noch. Das ist gut. Und ich habe direkt dann auch mal ans Handykabel gedacht. Weil ich dachte mir so, wenn ich Tee koche, vergesse ich es wieder. Dankeschön, Fieber. Bin ich so mit den Gedanken bei dem Tee, dass ich da nicht dran denke. Bin ich mir sicher, dass das der Weg ist. Ich glaube, so ganz geheuer ist mir das hier nicht. Genau, hier muss ich natürlich auch im Dunkeln lang. Ganz wichtig, dass man sowas im Dunkeln erkundet. Aber wenn hier Gestrüpp ist, dann muss das ja irgendwo wachsen. Muss ja irgendwo herkommen, das Gestrüpp. Ja nicht so Gestrüpp abbauen und dann ist da plötzlich Himmel und du fällst einfach nur noch. Also schon ein komisches Gefühl. Du versuchst dich auch mal nachts als Bergsteiger, Danny. Ja, irgendwie einfach dunkel geworden. Oh, ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, Bingo Bongo. Tut mir leid. Weil es ja nicht nur das Mikrofon, sondern auch die Halterung war und das weiß ich leider nicht mehr. Wir haben ja auf alle Fälle sehr viel Metall. Und wir wissen, dass wir richtig sind. Wieder was von Avi gefunden. Ja, aber wirklich rumgucken können wir uns jetzt hier nicht. Aber es ist ein toller Platz. Ganz viele Gems. Okay. Es geht noch höher hoch. Da, noch ein Fundament. Immer schon ein kleines Häuschen. Ein kleines Lagerhäuschen. Wow. Was für eine Aussicht. Wow. Oh, da ist der See, den wir vorhin gesehen haben. Huch. Oh, wie schön. Wenn hier oben Gems sind, weiß ich gar nicht, ob ich hier oben ein Haus bauen will. Also gerade auch, wenn ich die kleinen Hütchen immer total toll finde, würde sie nicht mit in die Base integrieren wollen. Und die...
Boah. Schon ein bisschen doller Nervenkitzel hier im Dunkeln runterzurennen. Ich glaube, hier ist viel cooler für ein Haus. Weil hier haben wir jetzt Platz, uns auszubreiten. Aber wir meckern ja mal, dass ich so kleine Mini-Hütten baue. Ich würde sagen, wir bauen dann einfach hier. So. Aber wir auch mit einverstanden. Harlekin! Hallo, guten Abend. Wie geht es dir? Dich frage ich nicht, wie du in den Mai gerutscht bist. Wir haben uns ja gestern schon gehört. Ganz kurz war ich gestern mal im Piers. Also ich nicht, aber Avi war im Piers. Dann habe ich im Hintergrund mitgeschnackt. Ruf dann immer vom Sofa aus rein und nerv alle. Habe ich ein ausgesprochenes Supertalent dafür? Dir ist langweilig. Du tuckerst da mit 2 km/h durch die Gegend. Fährst du Kretschfest? Ja, Avi hat hier ein bisschen Insel erkundet und uns mit Fundamenten einen Weg gezeigt, wo wir hingehen sollten. Und jetzt sind wir hier. Dann meinte er, hier will er Haus haben. Sieht sich an wie ein LKW. Den, mein Kleiner, machen wir erstmal Pause. Du bist etwas überladen, Harlekin. Aber überladen ist nie gut beim Schiff. Das ist immer ganz gefährlich, wurde mir gesagt. Allgemein ist Überladung nie gut. Ist wohl kalt. Bei Elefanten 2 Bären und ganz viel Zeugs. Okay. Wir brauchen Fiber, High-Tech und Wood. Hast du da was im Angebot, Bärchen? Fiber, High-Tech und Wood. Und wir haben zu wenig Hide. Okay, dann gehen wir mal die gefährliche Rampe wieder runter und versuchen mal an unten an Tiere ranzukommen. Das ist die Rampe nach oben, okay. Ich habe hier noch keine Orientierung. Ich glaube genau gegenüber die Rampe nach unten, oder? Wir müssen ja unbedingt auch das ganze Stein wegbauen. Oh, ist die schon wieder zugewachsen? Ich sehe meinen Bären nicht. Uhu. Okay. Das wäre fast schief gegangen. Okay.
Aber geschafft. Aber knapp geschafft. Ja, durch das Gestrüpp sieht man echt wenig. Nein, ich wollte dich ins Inventar packen. Geschäft ist Geschäft, ja. Boah, aber der Schreck sitzt mir immer noch im Nacken. Nee, in den Knochen, sagt man. Ah, du bist gar nicht unser Bär. Okay. Der hat sich so nah an unseren Bär angestellt. Guten Kürer, danke schön fürs Hosting. Guten Abend. Hallo, wie geht's dir? Alles gut bei dir soweit? Bist du gut in den Mai gerutscht? Heute logst du mal bei mir. Das ist nett. Dankeschön. Mit Spannung beachten, ob ich hier die Rampe runterfalle oder nicht. Also, es wird ja auch nicht wirklich, sie abzubauen, wenn sie immer wieder nachwächst. Wow. Ich kann mir echt Schöneres vorstellen. Du bist mit Kutschenfahrt in den Mai gerutscht. Okay. Ach, ich habe das Level ab. Ich dachte, der Bär. Denkst du, wir spielen jetzt Indiana Jones hier nach? Wegen der Rampe? Kann ich jetzt ein Bett bauen? Gut. So. Unsere Bees. Wie gefällt sie euch? So, aber jetzt, wenn hell ist, können wir uns mal hier ein bisschen rumgucken. Ein bisschen gucken, was wir bauen können. Wo wir anfangen. Die Hüpfburg, meinst du? Du siehst eine Treppe entstehen. Glaube ich dir. Wenn nicht, dann wärst du ja auch nicht richtig in dem Stream, wenn du da keine Treppe sehen würdest. Wir schlagen zwar zu, aber irgendwie wollen wir hier nicht ab. Okay. Ich glaube, ich werde hier mal mit den Bären lang. Das wird einfacher, als wenn ich hier versuche mit der Sichel. Wir haben hier kein Wasser. Ah, oh, aber Papageien und Hasen haben wir. Aber nur das Gebüsch abbauen, Teelabor. Die Gems und den Baum würde ich gern behalten. Oh, kommst du gar nicht hier hoch? Du klein, kein Kletter-Teelabor?
Doch, du bist ein Klettertelabor. Du bist ein Klettertelabor. Ich glaube, bis wir hier fertig sind, sind die ersten schon wieder nachgespawnt. Oh, guckt euch diese Aussicht an. Echt so toll hier. Die der will ich tatsächlich stehen lassen, die Büsche. Oh. Da haben wir wohl was getötet. Weil da wollten wir hier nur die Büsche wegräumen. Jetzt kannst du auch essen. Jetzt hast du ihn einmal getötet. Was sagt ihr denn so zu unserem neuen Baseboard? Du liebst Bären. Ja, du hast auch kleine Bärchen-Emotes, oder? Sieht aus wie ein kleiner Bär. Von hier sieht's aus wie ein kleiner Bär. Ja, gerade in Atlas sind Bären echt so wichtig. Irgendwie so das wichtigste Tier irgendwie so gefühlt. Neben dem Huhn natürlich. Wichtigsten Tiere sind eindeutig Hühner. Boah, wächst du schon alles nach, oder was? Eine schöne Aussicht. Ja, also eine schöne Aussicht haben wir definitiv. Die Frage ist halt, wie wir hier ein Haus hinbauen. Ich glaube, hier will ich dann nur so eine kleine Terrasse an das Haus ranbauen. Und das Haupthaus will ich doch eher hier so bauen. Ich glaube, ich würde es hier oben anfangen. An der Ecke ausbauen. Und dann mal gucken, wie groß es wir es brauchen. Ja, und ich würde dann erstmal anfangen mit Strohfundamenten. Und dann... Ach Quatsch. Peu à peu immer weiter. Dankeschön für deine Zuversicht. Dass du da an mich glaubst.
Oh, Harlekin, danke schön. Kann ich eigentlich mittlerweile schon einen Stein bauen? Meintest du wünschen oder wischen? Wischen, ah, okay. Einmal wischen, ganz sechs. Wieso, was hast du angestellt? Hast du schon wieder deinen ganzen Energy-Drink gegen den Bildschirm gespuckt? War es diesmal Harlekins Schuld? Yay, wir können schon Stein bauen. Kannst du heute nicht mehr schreiben, schon zu viel geschrieben. Ja, manchmal hat man solche Tage, hat man... Gibt man einfach nichts mehr Vernünftiges hin. Also zu schreiben, meine ich. So, was hast du angestellt? Warum müssen wir wischen bei dir? Wegen dem Schleim von Harlekin. Ach so. Ist jetzt nicht viel mehr geschleimt als du, Fieber. Also nicht so viel mehr, würde ich sagen. So zwischen, du baust ja schon was Schönes hin und du kannst nur schön, ist jetzt nicht so die Riesendifferenz, oder? Würde ich jetzt sagen. Außerdem darf Harlekin das. Harlekin hat bestimmt einen Darfschein. Okay, da komme ich jetzt nicht mehr mit. So, was brauche ich denn für Steine? Kann ich Steine im Inventar bauen? Nein, ich kann Stein nicht im Inventar bauen. Stone Floor gebaut in Smithy. Okay, dann müssen wir zuerst eine Smithy bauen. Was braucht man denn für eine Smithy? Wir brauchen nach Flint, Metall und Stein. 125 Stein, okay. Dann haben wir ja eigentlich genug rumliegen. Der Darfschein, der wird bei dir hier gar nicht ausgestellt, Harlekin, weil du brauchst den gar nicht. Weißt du? Du bist ja Harlekinchen. Harlekinchens dürfen sowas. Zumindest hier. Hier werden Harlekinchen nach artgerecht gehalten. So, ich will einmal gucken, ob ich alles für ein Stone-Fundament dabei hätte. Nee, ich brauche noch mehr Stein, okay. Weil ich will eigentlich die Smithy auf ein Steinfundament bauen. Und der Plan ist, dass ich die Smithy hinstelle, dann das Steinfundament baue und dann ganz schnell wieder abbaue. Weil ich habe ja so irgendwie eine halbe Minute habe ich doch Zeit für die Smithy, um die abzubauen. So, halbe Minute läuft ab jetzt. Schneller bauen, schneller bauen, schneller bauen, schneller bauen, schneller bauen. Los, 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 auf, auf. Egal. Haha! Geschafft. Obwohl, wirklich, ich glaube, ich brauche noch eins für da. Düdüm. Okay. Hätte ich denn nochmal alles für ein Steinfundament dabei?
Nee, diesmal fehlt mir. Echt? Es wird mir bloß grau angezeigt, weil ich es nicht bauen kann. Okay. Dann nochmal der gleiche Spaß. Vielleicht bist du wieder zu Hause mit deinem Bötchen. Super. Brauche zwei. Jetzt müsste es doch aber passen, oder? Oder muss ich jetzt hier auch noch nach vorne bauen? Nee, passt doch. So müsste es ja jetzt pappen. Ich dehydriere. Ich habe hier oben kein Wasser. Kann ich die Gems benutzen für ein Kristallglas? Also für ein Wasserglas? Weil eigentlich brauche ich ja Kristall dafür. Guck mal, ich habe Gems. Willst du damit auch was bauen? Nein, das nimmt es nicht an als Kristall. Gemein. Ach, buddeln. Ich kann noch buddeln. Ich kann noch buddeln. Okay, hinlegen. Und buddeln. Krieg hier kein Wasser. Dann hier. Hinlegen. Buddeln. Was, ich soll irgendwo hin, wo es grüner ist? Hier? Aber das ist doch alles grüner Boden. Ich kann hier nicht buddeln. Verdurste. Vielleicht sollte ich einfach meinen Tod hervorrufen. Vielleicht wäre das einfacher. Ein Bett haben wir ja schon. Wie viel mir aber jetzt eben in dem Moment schreiben, ich soll mein Bett bauen. Lass das mit dem Überleben. Das schaffst du sowieso nicht, Ibu. Bau dir einfach ein Bett. Aber hier nicht mein ganzes Fleisch essen, kleiner Telavor. So. Die mir jetzt nochmal Aussicht genießen. Das hier nicht eine schöne Aussicht? Oh, schön. Aber wow, was? Aber oh. War ein schöner Flug. Oder? Und jetzt stelle ich fest, ich habe doch vergessen, Bett zu bauen. Nein, ich habe Bett gebaut. Da ist es. Schön. So. Da ist das Bett. Ja, mein Fleisch und mein Fisch. Ich hab da gar nicht. Liquid Force, hallo, guten Abend, wie geht's dir? Bist du gut in den Mai gerutscht? Ich habe noch gar nicht mein neues Profil ausgetestet. Muss ich mal machen. Ha, scheint zu funktionieren.
Wenn man jetzt Server klickt, linken wir wieder auf ebonea.de und da gibt es jetzt wieder eine einheitliche Liste von Servern, auf denen wir spielen. Also zurzeit ist es nur Atlas. Aber wenn ihr da mal draufklickt, dann seht ihr, wie viel Mühe das allein gemacht hat. Und dann könnt ihr das verstehen, dass das Arc noch ein bisschen dauert, bis wir das einpflegen. Ein Spitzhacke wäre hier besser gewesen, oder? Jetzt leuchtet das hier die ganze Zeit so blau. Wir kommen jetzt nicht zur Werkbank. Dann packen wir es erstmal in den Bären. So. Eine tolle Übersicht, da sieht man auch, wie viele Leute gerade drauf sind und vor allem sieht man auch, wie viele Leute auf welchem Crit drauf sind. Finde ich sehr cool. Gerade nützlich, wenn man sich das. Also so. Ich finde da bestimmt einen Nutzen für. So, der Rest ist nur Essen, oder? Der Rest ist nur Essen. So. Ufu, Jackie, guten Abend. Hallo, wie geht's dir? Nicht gut. Das ist ja gar nicht gut. Dann gute Besserung. Was auch immer du hast. Aber wir wünschen dir, dass es dir wieder besser geht. Ach Mensch. Viel Erfolg beim Küche Raiden, Fieber. Jetzt können wir hier wieder nicht springen. Zahnschmerzen. Das klingt nicht gut. Ach Mensch, das tut mir leid. Aber ich hoffe, er hat alles erwischt und du musst nicht normal behandelt werden. Dann ist es ja gut, dass es noch nicht so warm ist. Also ich weiß, ich habe letztes Jahr wurden mir zwei Weisheitszähne auf einmal gezogen. Und das war richtig heiß. War mitten im Sommer. Und das war nicht gut. Das war keine schöne Zeit. Dann musste ich auch arbeiten, dann ein paar Tage später und die ganze Zeit so richtig, also 6 Stunden lang stehen und neben so einer komischen Maschine, die halt die ganze Zeit so Ablüfte abgegeben hat und so. Und das war, boah, da hatte ich echt auch mit Schwindel zu tun. Das war nicht schön. Er hat den Muskel getroffen. Ah, okay.
Ist hier wieder so ein Infinity-Stein? Ich glaube, wir haben schon wieder einen Infinity-Stein gefunden. Oh nein, doch kein Infinity-Stein. Weg ist er. Passiert selten. Ich hab da meistens auch mal Glück, der genau der eine Patient von 100 zu sein oder so. Ich hab, als ich noch ein Kind war, ich war 8 oder 9, habe ich mir das Handgelenk gebrochen. Und dann habe ich für die OP in mein linkes Handgelenk, also nicht Handgelenk, sondern in die Handoberfläche, hier habe ich eine Spritze reinbekommen, wo dann irgendwie das Zeug, was man dann bekommt, irgendwie da wurde dann halt die... Also da ging dann ein Schlauch dran und dann das, was in dem Beutel mir fiel gerade, das wurde nicht rein. Jedenfalls, das haben sie dann halt in die Handoberfläche reingepiekst. Und dann hat sie mir halt ein Pflaster drauf gegeben, das hat sie irgendwie eine halbe Stunde drauf gelassen. Und sie meinte halt, das betäubt jetzt die Hand. Und das wirkt von 100 Leuten wirkt das bei einem nicht. Und dann hat sie die Spritze halt reingegeben nach der halben Stunde. Und ich habe geschrien wie am Spieß. Ich war diese eine hundertste Person, bei der das Zeug nicht gewirkt hat. Oh, jetzt ist meine Spitzhacke kaputt. Aber wir haben ja eine Smithy. Wir können hier alles reparieren. So. Hoffe ich doch, dass wir dich reparieren können. Wir brauchen mehr Tetch. Und auch mehr Wood. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal mit den Bären Holz holen. Weil ich weiß nicht, ob ich hier die Bäume wegmachen möchte oder ob ich die stehen lassen möchte. Dann würde ich unten erstmal Holz holen. Der Bär kann ja viel transportieren. Weil Stein haben wir hier eindeutig genug. Wie ein blauer Fleck nach der Woche soll das wieder gehen. Ich habe eine Woche lang mit Zahnschmerzen, Muskelkater im Mund rumrennen. Ist jetzt auch nicht so toll. Ja, es ist halt immer ein Fehlgriff und dann ist gleich alles kaputt. Oder der Patient hat Schmerzen oder so. Das ist einfach so. Feinste Millimeterarbeit im menschlichen Körper. Ich glaube, ich hätte dafür nicht die ruhige Hand. Ich glaube, ich würde mich. Ich würde andauernd mich verpiezen. Patienten müssten immer leiden. Dauern ja auch immer. Avi kriegt ja ab und an so eine Neuraltherapie. Da kriegt er solche langen Spritzen ins Gesicht. So am Auge lang und so unter, also wo die überhingespritzt werden und dann, naja, nee, nix für mich. Also wenn ich es brauchen würde, okay, ich glaube, ich würde mich überzeugen lassen, dass ich das als Patient brauche, aber ich meine so als Arzt, ich könnte das nicht so nah auch am Auge mit einer Spritze lang gehen und so. Oder wo wir einmal meinetwegen in die Notaufnahme mussten vor 3 oder 4 Jahren, musste ich zum Notaugenarzt, also in die Notklinik, so Mitternacht. Das war auch eine lustige Geschichte. Also später da so im Nachhinein war es eine lustige Geschichte. Ja, der hat mir dann das Auge betäubt und dann mein Augenlid hochgeklappt. So, und das war als Patient war das okay, weil es war einfach, ja, betäubt. Aber als Arzt finde ich das, glaube, könnte ich das nicht. Du spielst gerade ein Spiel, was du seit 2 Jahren nicht mehr gespielt hast. Okay, was ist es denn? Anno 1701. Wizard hat 101. Okay. Dann wünschen wir dir alle viel Spaß dabei und hoffen, dass es dir genug Ablenkung bringt.
Oh, tut mir leid, Fieber, tut mir leid. Wir reden jetzt wieder über schönere Dinge. Naja, Jackie, mir geht's auch nicht so berauschend. Ich habe ja gestern gar nicht streamen können. Und heute geht es mir nicht so viel besser. Aber ich habe heute euch alle vermisst und auch meine Tiere in Atlas und so auch so mega Bock. Und ich dachte mir so, vielleicht wird es ja besser, wenn ich Atlas spiele und gute Gesellschaft habe. Ja. Ich muss auch sagen, mir geht es jetzt tatsächlich auch besser als vorhin, als ich noch nicht gestreamt habe. Ihr tut mir eindeutig gut. Krankheiten-Bingo. Wer hat mehr? Dankeschön, Jackie. Ja, ich habe mich daran gewöhnt, dass es bei mir einfach mal so Tage gibt, wo einfach gar nichts geht. Kommt halt bei mir durch die chronische Erkrankung auf. Aber wir wollen ja nicht die ganze Zeit über Krankheiten reden und Fieber hier das Essen verderben. Auch wenn Fieber daran gewöhnt ist. Auf Arbeit ist es doch noch was anderes, als wenn man zu Hause in Ruhe Abendbrot essen möchte. Was gibt es denn Schönes bei dir, Fieber? Erzähl mal. Oder hast du das vorhin schon erzählt und ich habe es vergessen? Nee, Nudeln mit Schnitzel warst du nicht. Igamaru hatte Nudeln mit Schnitzel. Du hast uns, glaube ich, noch nicht erzählt, was es gibt. Was hast du denn mehr? Holz oder Stroh? Ach so. Ah, irgendwie gerade sehr ausgeglichen. Asia-Pfanne. Okay. Aus der Tiefkühle. Ja, aber ist doch manchmal auch ganz lecker, oder? Die kann man ja eigentlich ganz gut auch gut verfeinern. So machst du einfach ein bisschen mehr Ge noch irgendwie noch extra Gemüse ran oder Gewürze oder so. So was kann man ja eigentlich auch nochmal ein bisschen aufpeppen durch gar nicht viel Arbeit. Wenn er keinen Hunger mehr hat, nimmst du sie. Ich würde sie ja auch nehmen. Echt schlimm, dass wir hier so oft immer von Essen reden. Dann kriege ich auch mal direkt Hunger. Ihr kann so schnell nichts den Hunger verderben. Also den Appetit. Okay. Das sagst du doch jetzt nur, weil du Harlekin nichts abgeben willst. Gib's zu. Mein kleiner Kletterbär. Ein Huhn? Avi hat gerade ein 240er Huhn gekillt mit einem Bogen. Ein Alpha-Huhn. Nein, Fieber, kann man nicht. Ich glaube ja nicht diesen bösen Gerüchten. Alles meins wird nicht geteilt. So, bis auf den Baum haben wir dann jetzt erstmal alle Bäume.
heute los hier? Gar nichts Neues los. Er erzählt mir bloß, dass ich immer noch nicht die E-Mail gelesen habe. Muss ich irgendwie mal umstellen. Mir reicht das ja, wenn ich einmal weiß, ich habe die E-Mail nicht gelesen, aber dann brauche ich ja nicht alle 10 Minuten eine Benachrichtigung dafür. Immer nervig. So, wir haben ja noch ein paar Bäumchen. Ob ich hier an alle Bäumchen rankomme. Oh, du kannst gar nicht mehr so viel tragen. Wir lassen es mal lieber. Nicht, dass ich hier nicht mehr hochkomme. Und mein Telabor unter mir zusammenbricht. Das wäre nicht gut. Oh, jetzt wird es wieder dunkel. Und wir schaffen das Telabor. Wo es dunkel wird. Na los. Na los. Nein, ich weiß auch nicht, wo es hingeht. Wenn du nicht weißt, wo es lang geht, Telefon, dann weiß ich auch nicht, wo es lang geht. Lauf einfach. Ein Fallschirm dabei. Nee, du hast den Fallschirm vergessen, Telefon. Das geht aber so nicht. Toll, Telefon hängt fest. Nee, doch nicht. Da, da, da. Einfach geradeaus. Ja, mein. Boah. Ich habe echt immer im Dunkeln diese Rampe erwische. Die ist echt nicht so schön. Also die ist, wäre schön, wenn sie nicht so bewachsen wäre. Aber bewachsen ist sie echt, macht sie echt Angst. So, der Infinity Stein ist wenigstens nicht nachgewachsen. Gut. So, dann gib mal her, was uns Schönes mitgebracht hat, kleiner Telefon. Muss eindeutig mehr Gewicht leveln. Also skillen. Und wir müssen uns mehr immer irgendwie über Wasser Gedanken machen. Wo war denn dieser Wassereimer? Ich glaube bei Cooking, oder? Water Storage, Water Barrel. Okay, den können wir sogar schon. Oh, den können wir sogar bauen. Wie schön. Geht nicht bloß gerade nicht. Oh, du brauchst kein Fundament. Das ist toll. Warum will ich dich eigentlich so weit wegbauen? Weiß keiner. Ich baue dich unter das Bäumchen hier. So. Dragona, guten Abend, hallo. Wie geht's dir? Huch. Wie bist du in den Mai gerutscht? Was vertippt hier? So, jetzt hast du nur noch Nahrung bei dir. Okay. Witzig. Ja, dann bau mal. Dir geht's gut. Das ist schön. Also, das freut mich. Ich klang jetzt irgendwie so sarkastisch oder so, sowas überhaupt nicht gemeint. Mir ist nicht so gut, aber besser wieder. Wieder besser. Also geht wieder bergauf, hoffe ich. Okay.
Noch nicht gleich, weil ich will mir gleich noch einen Tee kochen gehen. Jetzt, wo es hier sowieso dunkel ist. Hat sowieso nicht so viel machen können. Aber wenn ich wieder da bin, nach dem Tee kochen, würde ich ins Tee. Und wieso gehst du nicht mehr nach da? Das ist aber ärgerlich. Okay, Dragona, leg los. Ich weiß nicht ganz das Spiel, was wir heute spielen, aber okay. Glaube, die kriegen wir vielleicht trotzdem beantwortet. Kann ich nicht nach da bauen, das ist komisch. Fiber, Hide, Keratin, Metall und Wut. Metall. Keratin? Oh, Keratin haben wir gar nicht. Oh, wie ärgerlich. Dann können wir keine Tannerie bauen. Oh, so allgemein ist die, glaub nicht. Ich glaube, auf der Karte Olympus haben nicht so viel gespielt. Also ich zumindest nicht. So. Dann müssen wir vielleicht nochmal jagen gehen. Wir brauchen keine Keratin und so. Aber erstmal hole ich mir einen neuen Tee. Ihr passt auf Telavor, dass dir mir nichts passiert. Und dann bis gleich.
bin ich wieder. Achso, Mikrofon. Haha. So, da bin ich wieder. Auch mit dem Mikrofon jetzt näher an meinem Mund. Nein! Böse Marmelade, du hast gekleckert. Nicht gut. Gar nicht gut. Leckert diese böse Marmelade meinen Stuhl voll. So. So. Dann so. Ja, ich habe mir noch ein bisschen. Dankeschön, Fieber. Mit noch eine Scheibe Brot geholt. Dankeschön, Dragona. Also ich habe auch schon Positives von Olympus gehört, aber ich habe halt noch nie die Gelegenheit gehabt, drauf zu spielen. Davon hätte ich gerne noch irgendwie ein ganzes Brot. Das Brot ist so lecker. Das ist so ein reines Körnerbrot ohne Mehl gebacken. So ein Körnersaatenbrot. Das ist richtig lecker. Und die Marmelade hat mir eine Freundin zum Geburtstag geschenkt. Das ist Apfelbanane. Auch richtig cool. Richtig lecker. So. Ja. Ich bin in der Küche über Abi gestolpert. Der sich auch gerade Brot gemacht. Darum kam ich auf die Idee, auch eine Scheibe Brot zu essen. Ja, er hat uns einen kleinen Auftrag gegeben. Wir sollen ihm Fasern bringen. Ja, weil er ja Boot baut. So, und trifft sich gut. Wir wollten ja mit den Bären sowieso ein bisschen Keratin suchen. Und dann können wir dann auf dem Weg nach unten vorbei. Die ihm Fasern mitbringen. Twitch will nicht, dass du mir zuguckst, Harlekin. Ach stimmt, wir wollten im TS quatschen. Geht denn TS immer noch bei dir? Connected. User was moved to your channel. Ah, jetzt. Ja, schon das wieder. War übrigens das Letzte, was bei mir war und... Was ist das Letzte war bei dir? Das Letzte, was bei mir war. Ich habe dich gefragt wegen TS und dann war schwarz. Ach. Jetzt. Verrückt. Ja, ich wusste halt, als du geschrieben hast, dass ich mir gleich noch einen Tee holen wollte und darum dachte ich, ich komme einfach... Das wirst du auch wahrscheinlich gesagt haben, aber... Ja. Darum dachte ich mir, ich komme halt erst nach dem Tee ins TS. Aber jetzt bin ich wieder da und hätte schon wieder fast vergessen, wenn du nicht geschrieben hättest. Alle Tiere sind sicher angekommen. Deine Elefanten und deine Bären. Ja. Deine ist ja schon mein imprinteter Bär. Du hattest schon ein Bärenbaby? Ja. Oh, ich dehydriere hier schon wieder. Wir müssen uns beeilen, kleiner Bären. Wir müssen irgendwo hinkommen, wo Wasser ist. Das ist echt verrückt, dass ich hier nirgendwo auch nach Wasser buddeln kann. Nee, dafür brauchst du Grünflächen. Ja, ich habe hier aber überall Grünflächen. Das ist dann komisch. Ja. Das Ausdauerring wieder da.
Überall Gems. Du bist Edelsteinhändler geworden. Ja, ich bin Edelsteinhändler geworden, genau. Zum selber abbauen. In der einen, in dem einen, wo du da runtergeguckt hast, da ist bestimmt in deinem Kopf vorgegangen, was da für eine schöne Treppe hinpasst. Ja, aber natürlich. Den Gedanken habe ich doch immer, wenn ich irgendwo von oben runter gucke. Da passt aber eine tolle Treppe hin. Oh, ich bin tot, bevor ich zu Hause bin. Da ist Wasser, da ist Wasser. Der Mebu. Oh, ich sehe das Wasser schon, ich sehe das Wasser schon. Sag ich, die wären wie der letzte Mensch. Die Insel im Süden, die gefährlich ist, ist bei dir auf Olympus, oder, Dragona? Langsam wird es irgendwie verwirrend, ob du von Olympus oder hier von Atlas MMO redest. So heile ich denn oder heile ich nicht? Ich heile. Ja, das war echt überlebt. Richtig knapp. Ja, aber überlebt. Gerade so noch das Wasser gesehen. Von Olympus, ah okay. Muss ich mir jetzt hier nicht vor dem Süden Gedanken machen. Obwohl alle Inseln hier im Süden sind gefährlich, weil im Süden ist das PvP-Gebiet. Alle haben sie Angst. Wo sind wir jetzt schon? Fast 30. Oh, ist schön, der Knochen ist jetzt weg. Ego ja wieder laufen. Wie bitte? Dann kannst du ja wieder laufen. Ja, genau. Also wenn ich mich nicht ganz irre, ist das hier der Wasserfall, wo wir den Bären gezähmt haben. Du müsstest hier jetzt eigentlich zum Haus gehen. Schon einer Harlekin begegnet, Harlekin. Aber ich hatte leider keine Zeit, mich um die Harlekin zu kümmern. Oh, keine Harlekin mitgenommen? Ja, keine Harlekin getämt. Ah, jetzt weiß ich wenigstens, dass es Harlekinchens gibt bei mir auf der Insel. Dann kann ich dann demnächst mal, Ich glaube, ich weiß, wer hier Ibu getauft wird. Wie bitte? Weißt du, wenn ich Ibu taufe hier? Oh, welches Tier wird denn Ibu heißen? Wahrscheinlich ein Stier oder ein weiblicher Elefant. Ein weiblicher Elefant? Ja, ich hab nur keinen. Ach so. Oder vielleicht einer der Bären irgendwann. Oh, da winkt unser kleiner Telabo wieder. Ihr feiner kleiner Telabor. Also mit den Bären macht man dann noch gut Level up. Wenn man dann die ganze Zeit Schweine tötet oder so. Leider nicht mehr. Wie bitte? Du leider nicht mehr? Aber ich bin auch schon 45. Ah, okay. Oh, ich habe vorhin festgestellt, ich bin schon wieder 33. Also nicht Level, sondern Alter. 35. Du holst auf! Ah,
Weißt du nicht, wie das geht, aber du holst auf. Komisch. Abi wieder vieles gemacht. Abi wurde von einem Schwein getötet. Guten Abend, Telavor. Guten Abend. Murak, hallo, guten Abend auch an dich. Wie geht es euch? Der Telavor hier hat uns heute schon ganz tolle Dienste geleistet, Telavor. So, jetzt hast du Ton. Ich habe den Ton vergessen anzumachen. Hört dich jetzt. Es war schön, mir zuzusehen. Du sagst gute Nacht im Sinne. Nicht guten Abend, sondern gute Nacht. Ach Mensch, bin ich verpeilt. Murak. Schlaf gut. Dankeschön. Tut mir leid, ich bin echt ein bisschen durch heute irgendwie. Freut mich, dass es dir Freude gemacht hat. Und dann schlaf du gut und gerne wieder bis die Tage. Tut mir leid, ich habe das als Begrüßung und nicht als Verabschiedung wahrgenommen. Bei dir ist alles gut. Das ist schön, Telavor. Bei mir wird es langsam auch wieder. Also ich konnte ja gestern leider nicht streamen, spontan aus gesundheitlichen Gründen. Und irgendwie war mir den ganzen Tag heute immer noch so doof. Dann habe ich überlegt, heute auch wieder nicht zu streamen. Aber dann dachte ich mir auch so, ich verbringe heute gerne Zeit mit euch und auch mit den Tieren in Atlas und so. Und mich eigentlich auch sehr auf Atlas gefreut. Gerade weil Avi gesagt hat, wir haben einen neuen Baseboard gefunden. Und dann musste ich da heute so schnitzeljagdmäßig dahin. Ja. Und jetzt geht's mir langsam auch wieder besser. Gute Gesellschaft und so, weißt du? Ach nee, wir müssen einmal nochmal zum Schiff. Oh, ein Schwein, genau. Wir müssen ganz viele Schweine töten, weil wir das Keratin brauchen. Und Avi braucht Seide. Auf die Frage, wie viel Seide, meinte er alles. Das heißt, wir werden jetzt ganz viel Seide sammeln. Danke, will der gute Avi wieder die Weltherrschaft an sich reißen? Nein, der gute Avi will für seine kleine Ibu einfach nur die schönste Laura bauen, die möglich ist. Und irgendwie hat er auch gesagt, sie muss viel aushalten. Also das verstehe ich noch nicht ganz, warum Laura viel aushalten soll. Das verstehe ich nicht. Wir brauchen doch ein Schiff, wenn Fieber Atlas spielt, damit wir alle Ressourcen, die Fieber nicht auf seiner Insel hat, ihm dann besorgen können. Du meinst die Gästeschiffe oder die Kisten? Ja, ich weiß doch, warum es viel aushalten muss. Also auf dem Stand, auf dem ich bin, Telavor, hat Fieber noch nicht angefangen. Aber vielleicht bin ich auch nicht so aktuell informiert. Ja, jetzt bin ich dran schuld. Na, danke. Ich
ja sagen, ab ins Spiel mit dir, aber dann habe ich gar keinen Mod mehr. Ja, irgendwie. Also, warum Avi nicht da ist, das weiß ich. So. Ah, diese Hüpfburg hier, ey. Aber okay. Die neue wird ja keine Hüpfburg. Bist du dir da sicher? Ja. Haben wir hier noch Keratin? Ja, irgendwie nicht. Oh. Weiß ich gerade gar nicht, was ich zu sagen soll, Fieber. Das ist echt sehr lieb, dass du hier gerne Mod bist. Ich denke immer so, oh, freiwillig Mod sein, wer macht denn sowas? Das ist doch nur Arbeit, dann kann man den Stream gar nicht genießen. Oh, voll lieb von dir, Fieber, dankeschön. Ich hätte ja auch reden können. Das habe ich mir aber ehrlich gesagt gerade auch ein bisschen gedacht, Harlekin. Ob jetzt gleich jemand sagt, dass hier jemand wischen soll? Aber Fieber darf das genauso wie Harlekin auch. So. Haben wir noch Salz? Oh, ich will nicht. Was willst du nicht? Hier lostuggeln mit vielen Sachen. Du genießt den Stream trotzdem, obwohl du hier mal sein musst. Okay. Ist ja aber auch gar nicht so viel los, oder? Du hast ja so die Riesenmod-Erfahrung. Ich finde bei uns eigentlich sehr ruhig. Selten, dass man mal als Mod eingreifen muss, oder? Wie siehst du das? Hallo! Achso! Hallo! Muss die Taste umlegen. Sprechen? In-Game-Talk. Musst du erstmal fix die Taste umlegen. Okay. In Bern ist ganz viel drin für dich. Pick dir raus, was du brauchst. Jackie guckt hier gespannt zu. Okay. Verfolgst dir das Geschehen mit dem Bären. Wie viel Keratin haben wir denn mittlerweile? Oh, gar nicht so viel. Wir brauchen eindeutig mehr Charakter. Ja, wir hatten eine schicke Hose an. Ja. Unter die Schneider gegangen? Weiß ich nicht. Du wirst in einem Spiel gehauen, aber sowas. Musst du zurückhauen, Jackie. Bambus. Also, es wird gerade gefragt nach Bambus. Ich hab dir die Hose in den Bär gepackt. Danke dir. Oh. Aber wie will wohl nicht, dass ich hier nackt vor allen anderen rumrenne? Der mir Kleidung geschenkt. Warum nur nicht? Ja. Ob das in echt auch funktioniert? Kriege ich ein neues Kleid? Ich glaube eher, die mit der Kuscheljacke kommen. Mit der Kuscheljacke? Nee, die Kuscheljacke hätte ich ungern. Ich möchte einfach nur gerne ein neues Kleid. Dann solltest du nicht nackt draußen rumrennen. Okay. Ich hätte gedacht, vielleicht reicht ja Unterwäsche, um Avi zu überreden, dass ich ein neues Kleid bekomme.
zuziehen. Ich brauche das unbedingt. Ich hätte mir eigentlich letztes Jahr schon gern ein neues Sommerkleid gekauft. Aber ich habe einfach keins gefunden, was mir gefallen hat. Richtig schlimm. Und immer wenn ich dachte, oh, das ist aber ein niedliches Kleid und dann näher rangegangen bin, war das kein Kleid, sondern ein Jumpsuit. Also diese kurzen Hosen, Bodies. Also ich weiß gar nicht, wie schreibt man ein Jumpsuit? Also das ist, wo Hose und Oberteil zusammengenäht ist. Solange ich das nur in der Wohnung mache. Das ist ja aber auch nett, Fieber. Das heißt, du bist der Meinung, dass Avi mich nicht in Unterwäsche ertragen kann und deswegen kauft er mir dann ein neues Kleid. Oder wie darf ich das verstehen? Heute sind aber die Leute nett. Das hat Fieber doch gerade damit gesagt, oder? Kriege ich jetzt mehr Keratin raus? Oh, ich krieg sowas viel mehr Keratin raus, wenn ich die mit der Axt zerlege. Weil ich habe ein Beil. Okay, Schweine immer mit der Axt zerlegen. Ein Glück, dass du keine Kleider trägst. Also ich trage auch nicht so oft Kleider, aber doch mal gerne, gerade im Sommer. Aber wie gesagt, ich habe einfach keine Kleider gefunden und immer waren es halt Jumpsuit. Die dann halt nur so aussehen wie Kleider. Sag einmal, er möchte dir bitte die Axt wegnehmen. Nein! Angst, wenn du eine Axt hast. Oh, kennst du das Lied nicht, Ja, Schatz? Ja, natürlich. Ach so. Hindert ja nichts daran, dass du mir Angst machst. Weil ich hab ein Beil. Oh, guck mal, wie schön es hier ist. Nein, Fieber, ich habe doch nur Spaß gemacht. Ich war schon der Meinung, dass du das so nicht meintest. Es war so eine schöne Vorlage. So, ich habe mich total verlaufen. Du hast ein Beil? Nee, nicht mit dem Beil. Wenn ich nur in der Wohnung das mache, konnte ich einfach nicht widerstehen, das einfach bewusst falsch zu verstehen. Das war fies. Oh. Bärchen, rette mich! Bärchen, rette mich! Bärchen, rette mich! Ja, feines Telabürchen. Ja, fein. Ja, schön auffressen. Ja, hast du fein gemacht, Telabur. Fein gemacht. Oh. Geht's dir gut, kleiner? Warte, ich leg mal die Axt weg. Geht's dir gut? Bist du gesund, kleiner Telabur? Nicht dem Telabur wehtun. Dem Telabur geht's fast ganz gut. Da, ich habe noch mehr Fleisch für dich. Willst du wieder lieber Fleisch essen als Bären, ja? Aber werd wieder gesund. Böse, böse Katze. Puh. Den Ebu lebt noch? Ja, Ebulein lebt noch. Telavo hat mich gerettet und beschützt. Ah, eine Harlekin! Eine Harlekin. Ja, die Themen jetzt eine Harlekin. Dann kann ich wieder den Harlekin melken, wenn ich eine Harlekin habe. Und Fieberinis sind hier auch auf der Insel. Ich wollte wachsen sagen. Die leben hier auf der Insel. Seht ihr da? Das blaue große? Das ist eindeutig ein Fieberini. Was? Ja.
Ja, unsere letzte Giraffe hieß doch auch Fibaini. Dann wird unsere jetzige Giraffe auch Fibaini. Was, wenn die auf der Insel eine blaue Giraffe? Ja, da ist eine blaue Giraffe. Ich kann nichts dafür, dass sie blau ist. Mann, Mann, Mann. Hast du deine Viecher immer betrunken? Ja, sowieso. Die ist doch wild. Die hat hier zu viel von dem Zuckerrohr geschnappelt. Nee, bei uns wächst ja gar kein Zuckerrohr, sondern nur Zucker. Ich habe gehört, dass das schlecht ist, weil für die Pferde zum Thema brauchen wir Zuckerrohr. Na los, kleiner Kuh. Hab wieder Hunger. So ist gut. Weinen die Bären fressen, die Telavor für dich gepflückt hat. Das ist eine hübsche Harlekin. Sag jetzt mal nicht, was ist an einer Kuh schön? Ne, die ist hübsch. Die hat hübsche Farben. Und so eine schöne Zottelfrisur. Und so schöne treue Augen. Ich glaube, diese Kuh wird niemals ihre Milch für andere geben. Eine ganz treue Kuh. Weißt du? Siehst du, wie treu diese Kuh ist? Wo rennst du denn hin, Kuh? Da kann ich dir doch nicht folgen. Soll ich dich denn da füttern? Wo ist die Kuh hin? Da ist Harlekin. Wolltest du abholen? Ist die Kuh hin? Da ist Harlekin. Ja, da ist Harlekin. Wir haben fast die Hälfte geschafft. Eine Weile ist das nur Level 4 und das braucht trotzdem ewig. Eine hübsche Kuh. Ist denn ein Avi unterwegs oder warum ist der Baum gerade umgefallen? So, wir sind bei 65%. Ja, Passivthemen sind mal gar nicht so aufregend in Atlas. Einfach mal nur hinterher rennen und warten, bis die Zeit abläuft. Aktiv ist ja schon ein bisschen spannender. Ja, weil man dabei schneller mal sterben kann. Ja, wollte ich gerade sagen, aber manchmal mir auch zu spannend. Och, sei da nicht so eine Kletterkuh. Harlekin, warum bist du denn rumklettern? Weil ich das gerne mache. Du kletterst gerne auf Felsen, wo ich dir nicht nachkomme? Och, nö. Was denn, da habe ich überall Fenster hingebaut. Zum Glück habe ich da schon gelandet. Du hast da Fenster hingebaut? Ja, wo ich keine hinhaben wollte.
Oh, jetzt bleib stehen und friss. Böser Harlekin. Bleib stehen und friss endlich. Stimmt, finde ich halt, wenn die dann wegrennen. Die Hasen zum Beispiel. Ich finde Hasen-Passiv-Themen sehr anstrengend, weil der rennt einfach nur weg. Das ist doof. Bei der Kuh geht das ja noch. Die läuft ja wenigstens noch hier in dem Tempo, wo man hinterherkommt. Aber so ein Hasen, viel Spaß dabei. Elinot, hallo. Willkommen im Team. Dankeschön für dein Follow. Lieb, dass du auch vorbeischaust. Kommst genau richtig zur ersten Kuh, die wir bekommen. Unsere erste kleine Harlekin. Was? Es gibt mehr? Nee. Ja, vielleicht machen wir dann ganz viele kleine Baby-Harlekins. Da ist Harlekin. Harlekin, unsere Kuh. Ja. Eine kleine Harlekin. So, kleine Harlekin. Dann folg mal Telavo und mir. Ja, fein. Wo, ich bring dich vielleicht lieber erstmal nach Hause, oder Harlekin? Nicht, dass du den von einem Schwein mit angegriffen wirst. Obwohl, es wäre cool, wenn ich dich eigentlich gleich in die neue Base bringe. Wir ziehen ja gerade um. Oh, ein Bullen. Nee, ein Bullen wollen wir nicht töten. Wir wollen nur Schweine töten. Das ist ein Bär. Wir suchen immer noch einen hochlevigen Bär für Avi. Will sich hier mit dem kleinen Bären, die ich habe, nicht zufrieden geben. Okay, Harlekin, du wirst erstmal passiv gestellt. So. Schweine sind nichts für den kleinen Harlekin. Schweine sind viel zu gefährlich für Harlekin. So, da ist ein Bär. Hallo, kleiner Bär. Level 7, der ist zu klein. Oh, noch ein Schwein. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Where is my base? Where is my base? Oder Harlekin? Ja, ja. Ist er direkt ruhig und sagt nichts mehr. Da ist gerade Frieden. Ich kann doch nicht schon wieder lästern. Ist gerade Frieden zwischen euch. Base My Base ist der Name von dem Tribe gewesen, mit dem Harlekins PvP-Tribe immer Ärger hatten. Die Admins fahren. Oh, das ist gut. Ich habe, glaube ich, das Fass oben aufgelassen und jetzt regnet's. Müsste jetzt mein Fass oben voll werden. Oh. Gerade gesehen, ich brauch doch nicht los, oder? Was hast du gerade gesehen? Doch, muss ich doch los. Nun gut, Harlekin, wir versuchen jetzt das mal mit dir im Schlepptau. Klingt immer schlimm, wenn du das so sagst. Das weißt du hoffentlich, ne? Wieso? Nein, Zeit. Ich hab gern Harlekin im Schlepptau.
Nur drei. Weiß ich, dass für noch wer da ist, der auf mich aufpasst. Und ich? Ja. Ich weiß gerade nicht, ob wir richtig laufen. Na komm, Heiligchen. Nicht gut. Die Labor? Wer ist die Labor? Ich bin irgendwo runtergefallen. Drei. Oh, man sieht aber auch nichts. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt hier stehen und warten auf den Tag. Wie spät ist es denn? Achso, sehe ich gar nicht. Uhr. Das dauert noch ein bisschen, bis hier Tag wird. Vielleicht versuche ich es doch nochmal. Oder runterfallen. Was machst du? Im Dunkeln zu meiner Base laufen wollen, die aber irgendwo auf irgendeiner Klippe ist. Huch! Hallo, Giraffe! Ich weiß nicht ganz wirklich, wo ich hinlaufen soll. Und die Karte hilft einem halt auch nicht wirklich weiter. Gerade weil es hier so viel oben und unten, also es verschiedene Wege gibt. Wieso bist du denn jetzt komplett dunkel? Wieso gibt es denn kein Licht mehr? So repariert werden, ist das dein Problem? Sind Stone, Thatch und Wood. Sein Baum. Oh, ist das anstrengend. Müssen wir noch einen Stein finden? Hast du das, Avi? Nein. Erschreck mich doch nicht so.
Arme Ebu. Ja. Warum ist denn jetzt die Fackel aus auf dem Bären? Und halt so. Wir haben es bis zum Wasser geschafft. Hat das Harlekin auch geschafft? Harlekin! Nein, ich bin runtergefallen. Echt? Weiß ich doch nicht. Kannst du nicht einfach runterfallen? Hast du Harlekin gesehen? Nein. Harlekin ist mir abhanden gekommen. Oh, hinter mir. Okay, Harlekin ist wieder da. Kommst du denn plötzlich her? Hast du dich versteckt? Wurde ich auch erschrecken. Ja, jetzt komm, kleiner Harlekin. Oh, was machst du denn? Hinter mir? Ja, komm hier. Ja. Harlekin, unser Sorgenkind. Jetzt irgendwie komisch. Ist doch so, wenn Harlekin hier einfach streunern geht? Ach, Harlekin. Was ist denn jetzt hier dein Problem? Guck, Avi hilft dir. Avi hilft dir raus aus dem Schlamassel. Das kann man aber auch. Ich muss wieder runter. Okay. Ja, hier geht's lang, Harlekin. Komm jetzt her. Ach, plötzlich kannst du klettern. Und unten bist du stecken geblieben. Mach das auch gerade so, wie es dir passt, oder, Kuh? Die Mu machen ist dein Part, Harlekin. Ich muss jetzt immer Mu machen, wenn die Kuh reden will. Hey. Doch, eindeutig. Hey. Meinst du das mit dem Sorgen? Oh, Fieber. Ach so, wir hatten einfach. Aha. Ganz schön langsam. Wer ist langsam? Was gibt's bei dir für Stein? Stein. Ja, welche Art? Granit. Okay, beide auf einmal. Was hat das zu bedeuten? Zur Erde, zart. Dankeschön, dass ihr da wart. Da gewesen seid. Was, zart? Da wart. Ja, zart und zur Erde gehen jetzt beide ins Bett. Also. Welcher zart? Ich vermute, jeder in sein Bett. Alle zart auf einmal. Schlaft alle gut, erholt euch gut. Morgen noch einen schönen letzten Tag der Woche. Und dann gerne wieder. Bis die Tage mal. Tschüss. Dankeschön, dass ihr da wart. So. Weiter geht's hier. Gucken, ob wir ein zweites Mal unsere Base finden. Atlas, Vicky. Du schaust Sachen am Wiki nach, du weißt nicht alles. Alles wissen. Aber du bist Harlekin.
Käufer. Oh, das suche ich. Stroh oder Bambus? Seaweed? Da geht es nicht lang. Alle Kinder nicht hier runterfallen. Plumpsen. Wie bitte? Ich hab zur Kuh gesagt. Los, runterplumpsen. Nein! Das hab ich jetzt schon geschafft. Na, klasse. Die Information, die ich suche, ne? Ja. Ist, Coquina has been found in the falling regions. Dann wird die normale Atlas Map aufgezeigt. Hilft mir ja überhaupt nicht. Ah, du meinst, wenn man Ressourcen sucht? Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob Atlas MMO eine Ressourcensuchkarte hat. Aber ist vielleicht auch gar nicht gewollt. Ich will eigentlich wissen, ob es in Tundra-Gebieten kommt oder in Wüsten oder das will ich wissen. Aber ich glaube, selbst das kann man doch als Karteneigner machen, wie man möchte. Wo bin ich denn hier gelandet? An irgendeinem Fluss? Oh. Avi hat hier ein Fundament hingestellt. Ach, der kann doch nicht schwimmen gehen. Wo sitzt die da wohl? Gut, so viel zur Atlas Wiki, die hilft mir also gar nicht. Zumindest nicht in diesem ein Problem. Telabor? Telabor? Telabor. Hast du dich versteckt? Oh, jetzt wird's Tag. Wir sind hier bei irgendwelchen kleinen Häuschen. Wenn ich auf A aufdrücke, sagt ihr mir dann, was für ein Biom das ist? Das hätte ich natürlich auch in der Atlas-Wiki machen können. Auf den Buchstaben drücken, dann sagt er ja, was es ist. Ah, okay. Da sind doch die Häuser. Nee, das sind nicht die Häuser an der Klippe. Doch, da wollen wir hoch. Wie machen wir das jetzt? Komm mit. Geh den Stein. Anscheinend müssen wir einfach nochmal runterspringen. Oh, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind einmal irgendwo im Dunkeln runtergefallen und wir sind halt nicht wieder da hochgeklettert, wo wir runtergefallen sind, sondern irgendwie ins zu tief. Und jetzt haben wir uns total verlaufen. Und die Karte hilft mir so gar nicht. Auch cool, wenn man auf seiner eigenen Insel so ein kleines Abenteuer hat. Ja. Also bis ich hier alles auf dieser Insel entdeckt habe. Und das ist ja nur eine Insel in dem Grid. Und das ist nur ein Grid von 45. Also ich werde hier Jahre brauchen, bis ich auf Atlas MMO irgendwie auch nur halbwegs alles gesehen habe. Ja, ich auf der Suche nach den Materialien für meine Schiffswerften war halt schon fast im kompletten PvE-Gebiet. Ja, irgendwie. Und Hadekin ist jetzt schon wieder abhanden gekommen. Jetzt hört sich mal an. Ich rede doch mit dir, Ebu. Ja, und warum folgst du mir nicht?
Weil ich auf einer anderen Insel bin. Ja, nicht wahr, ich sehe dich hier direkt vor mir. So, jetzt komm mal, Harlekin. Oder hast du Probleme mit Telavor? Hm? Willst du uns was erzählen? Nee, eigentlich nicht. Ist gut. Hätte ich auch gar nicht nachvollziehen können. So, Harlekin, jetzt mach mal hier Feuer an den Hufen. Doch weh, Ebu. Hm? Doch weh, Ebu. Ja, aber dann bewegst du dich wenigstens auch mal. Das ist ja, weißt du schleichst hier durch die Kante, muss bei jedem Stein, muss ich dreimal anhalten, um zu gucken, wo du bleibst. Ja, komm. Du willst da auch in unsere Beet, damit wir da dich melken können, stimmt? Also komm jetzt. Ich hab keinen Eimer dabei. So, jetzt eine Sache für Abi. Ich fühle mich jetzt virtuell verdroschen und ich denke, Abi weiß, was ich meine. Keine Ahnung, was du meinst. So, hier ist ein Fundament. Das heißt, wir können schon mal nicht total falsch sein. Überall Fundamente hingebaut? Nee. Im Redwood-Biom anfangen. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Okay, gut. Was brauche ich? Das ist der Wasserfall, an dem wir den ersten Bären getämt haben. Also müssen wir in diese Richtung laufen. Okay, dann schon mal vielen lieben Dank für den Tipp, Dragona. Mal sehen, ob wir irgendwann dazu kommen, den noch auszuprobieren. Dann müssen wir da hoch. Und wo sind wir denn gekommen? Oh, ich verlaufe mich hier ständig. Das ist aber nicht das Tolle an dem Anfang, Ego. Dass ich noch so toll verlaufen kann auf der eigenen Insel. Ja. Dann halt die ganze Zeit immer warten auf Harlekin, weißt du? Und ich werde gemobbt. Ja, nicht wahr. Ich sag bloß, dass du nicht die schnellste Kuh im Stall bist. Wie Kühe hast du denn noch im Stall? Ich hab doch gar keinen Stall. Ich lohnt ja nicht bei nur einer Kuh. Merkst du, warum ich nicht die schnellste Kuh im Stall bin? Weil du nicht im Stall bist, genau. Es gibt ja nicht mal einen Stall. Ja. Oh, das wird jetzt sehr lustig mit Harlekin über hier diese Rampe. Oh, wo ist denn Harlekin jetzt schon wieder? Ach, da hinten. Okay, Harlekin kommt. Ich habe meine 4 Kühe gerettet. Du wirst mich da ja wohl nicht absaufen lassen. Nee. Absaufen ist bei mir nicht das Problem. Eher dann das Verdursten das Problem. Beziehungsweise das Runterfallen. Bei mir auf der Insel könnte es eher am Runterfallen sterben. So, den Stein, den ich habe, da habe ich, das andere habe ich auch. So, kleiner Harlekin, wenn du hier runterfällst, ist mir das egal, dann bist bleibst du einfach tot. Unten. Dann bist du einfach unten. Und dann hole ich dich auch nicht wieder hoch. Wow. Du bist ganz schön fies. Dragona, das ist voll lieb, dass du mir Tipps gibst. Ehrlich gesagt, während ich Atlas spiele, verwirrt mich das eher gesagt ein bisschen mehr, weil ich denke dann irgendwie, du gibst mir Tipps über Atlas und dann ist es ja doch Olympus und das ist irgendwie so, das ist mir irgendwo gerade ein bisschen zu viel Input. Aber wenn wir auf Olympus sind, komme ich gerne auf dich nochmal zu. Legolas, hallo, guten Abend, wie geht's dir? Ganz okay, das hört mir nach gern. Mir geht's langsam wieder ein bisschen besser. Ich hoffe, dass meine Kuh mich jetzt nicht ganz in den Wahnsinn treiben wird.
Oh, ich hätte alles abbauen sollen. Okay, ich komme hier nicht weit mit der Sichel. Ja, mir ging es gestern echt gar nicht gut, leider. Darum konnte ich dann gestern auch nicht streamen. Und heute ging es mir irgendwie auch noch nicht so gut, aber es wird langsam. Das ist schön. Nein, Harlekin. Nein, 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 nein. Du bist nicht wirklich runtergefallen. Ich glaube, Harlekin ist runtergefallen. Nein, was machst du mit mir? Zur Organisation an. Eine Kuh in Nöten. Ja, Kuh in Not. Was soll jetzt die arme kleine Ibu sagen? Die hat jetzt keinen Milchlieferanten mehr. Oh, ich hab dich nicht einmal gemolken. Ja, genau. Immerhin wird's wieder besser. Phil, guten Abend. Hallo. Achso, ich muss das Fass ja auch wieder schließen. Wo ist das Fass? Regnet das bei euch so selten? Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja das Fass noch gar nicht gefüllt. Ich habe es ja vorhin erst hingebaut. So, jetzt muss ich erstmal Harlekin suchen. Aber ich glaube, Harlekin ist jetzt hier runtergefallen und verknüpft sich auf einer anderen Ebene. Ich vermute halt, dass Harlekin hier runtergefallen ist. Weiß nicht mehr, wo ich runtergeplumpst bin. Nee, ich weiß nicht, wo du runtergeplumpst bist. Ich weiß halt nicht, ob das der Harlekin ist oder ob das ein Schwein ist. Also wenn Harlekin hier runtergeplumpst ist, dann geht's ja noch. Das ist ein Schwein. Problem ist, wenn Harlekin hier runtergeplumpst ist. Ich keine Ahnung mehr, wo Harlekin ist. Ich glaube, Harlekin ist einfach verloren. Runterspringen. Ich habe ja kein Fallschirm. Rette die Kuh. Ja, ich bin ja schon dabei, die Kuh zu retten. Weißt du, wenn die Kuh einfach auf mich gehört hätte, hätten wir jetzt dieses Problem nicht. Vielleicht war die Kuh anderer Meinung als du. Ja, und was hat sie nun davon? Freiheit. Freiheit. In einem nicht vorhandenen Stall gefangen. Die ganze Insel ist doch ein Stall für sie. Harlekin, wo bist du? Wenn ich dich nicht rette, gibt es Ärger mit Harlekin. Du bist ja nicht wirklich da runtergefallen, oder Harlekin? Das sieht sehr aus wie Harlekins da runtergefallen. Dankeschön fürs Hosten, Harlekin. Hallo an deine Zuschauer. Ich mache nämlich, denke ich, Ende. Nein, nein, so tief wollte ich nicht runter. Nein, ich werde sterben. Jetzt kannst du aber sagen, das war Einsatz für die Kuh. Ja. Hau ab, Kroko. Hol ich den Bären.
Der Bär bleibt, wo er ist, sonst geht er auch noch verloren. Du nicht deinen Bären. Nein! Kann er nicht wahr sein. Wurde Harlekin gefressen? Wolf TV, hallo, guten Abend. Nee, ich bin nochmal runtergefallen. Ja. Okay, hau ab, Kroko! Die Bruder nacken Kroko an mir. Ich finde wohl, dass du lecker bist. Ein Kompliment. Oder es hat einfach nur Hunger. Großes Maul. Geistig. Erst das Ebu denkt, oh, der macht mir ein Kompliment. Wir verdursten. Und es ist gleichzeitig total kalt, aber ich habe auch gleichzeitig das Symbol, dass es zu warm ist. Wieder so, hä? Wieder so Dinge, die ich nicht verstehe. Na, wir müssen unsere Kuh retten. Das geht gerade. Die ist von ganz oben runtergefallen. Muss ich hinterher. Außerdem, ich habe noch meine Kleidung bei mir. Avi hat mir doch so schöne Kleidung geschenkt. Ich muss dringend meine Leiche finden. Dass ich meine schöne Kleidung retten kann. Das schaffst du schon. Du hast morgen Frühschicht. Okay. Dann vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst, dass ich mich auf dich echt immer so toll unterstützen kann, verlassen kann, dass du mich so toll unterstützt, so rum. Ich glaube, ich sollte langsam auch ins Bett. Und dann wünsche ich dir eine gute Nacht, erhol dich gut, Fieber. Tschüss. Ach, die Fieber. Avi baut Boot. Das ist gerade seine Aufgabe. Ich muss ja nur noch die Hälfte der Runde. Nicht, dass da Löcher im Boot sind, ne? Ich denke nicht, dass er Löcher ins Boot baut. Vielleicht will Simba kuscheln. Aber bis dahin bin ich verdurstet. Aber es geht doch darum, Wölfe, oder Harlekin? War da nicht irgendwas mit Bär? Nee, mir war wie Wolf. Oh. Oh, ich habe ja gerade gar kein Glück beim Buddeln. Wolltest du nicht die Kuchen? Ja, aber wenn ich ja verdurste, hier unten kann ich im Übrigen buddeln. Ja, zu spät. Ich bin auch dabei, die Kuh zu retten, aber irgendwie. Die Kuh will sich nicht retten lassen. Beleidigt. Sie ist trinken, bevor du sie rettest. Ja.
dass der Kuh meinen Namen gegeben, die will im Mittelpunkt stehen. Was ist denn jetzt los? Ich kann mich nicht drehen, ich habe keinen Einfluss auf meinen Charakter. Wissen kann ich, aber ich kann nicht drehen. Oh, was soll denn das jetzt hier für eine... Ich kann überhaupt nichts bewegen hier. Ich kann schlagen und mein Inventar öffnen. Aber mehr kann ich nicht. Ich kann nicht nach links und rechts gucken. Seht ihr das? Es funktioniert hier nicht. In die Hocke. Klappt immer noch nicht. Riechen. Klappt auch nicht. Okay, ich relocke mal. Oh, mein kleines Küchen. Kleine Küchen. Ja, mein kleines Kuhlein. Ich gehe das echt gleich an und fahre wieder mit so einer blöden... Link. Blöde was? Wie so ein Anfangsschiff. Ah, du weißt mein Floß. Mein Kuhrollschuh. Nee, nee. Los ist ja der Horror. Ich bin froh, dass sie diese Floppe da eingeführt haben. Ich bin noch mit meinem Floß, mit meiner Kuh nach Hause gesegelt. Wenn es jedem wie es ihm Spaß macht, ne? Ja, erstmal so rausfinden und so, wie Segeln funktioniert und so. Ein Tipp, kein Floß benutzen. So, wir müssen jetzt ans andere Ende. Der Relocken hat funktioniert, Abi. Dankeschön für den Tipp. Muss jetzt am andere Ende der Insel hinkommen. Ich weiß nicht, ob ich durchs Landesinnere komme oder nicht. Durch diese verschiedenen Höhen, die es gibt. Und nicht jeder Berg ist irgendwie zu Fuß erreichbar. Wir haben eine blöde Manta. Bist du von einem Fisch geärgert? Ja. Böser Fisch. Ich glaube, ich kann hier Abenteuertoren anbieten. Von Wasserfall zu Wasserfall laufen oder so. Zuerst da ist, bekommt ein Geschenk, wa? Nee, so eine Wandertruppe einfach nur, weil so geführte Wandertouren. So, ob meine Leiche noch liegt? Hat da so viele tolle Sachen bei. Ich muss wieder per Hand die Segel machen. Oh, ich sehe mein Loot, ich sehe meinen Lootstrahl. Nur noch hinkommen irgendwie. Nicht, dass Avi sagt, wenn ich schon im Computerspiel nicht auf neue Kleidung acht geben kann, dann kriege ich im echten Leben auch nichts oder so. Ja, Ebu, aber ich denke, im echten Leben stirbst du nicht und schaffst es nicht, deinen Lootsack wiederzuholen.
Das ist mir im echten Leben in der Tat noch nie passiert. Da habe ich immer meinen Lootsack wiedergeholt, wenn ich gestorben bin. Glaube dir nicht, dass du da schon mal gestorben bist. Nee, in der Tat. Aber ich komme da nicht ran. Ich komme nicht da ran. Toll, jetzt bin ich eingesperrt. Nee, oder? Wasser. Das ist schon mal gut. Oh, ich komme nicht wieder an mein Loot. Aber ich will da ran. Ich verstehe nicht, warum man sich einen Wolf breeden will. Bären sind so viel cooler. Oder was sagt die Ebene? Ich komme nicht an mein Loot. Bis ich bei dir bin, ist er schon weg. Ich hätte einen Gleiter sonst, aber. Es gibt einen Gleiter in Ark. Hä? Es gibt einen Gleiter in Ark. In Atlas? Ja, gibt es. Was du auch machen kannst, ist, du hast doch Advanced Tools gelernt, oder? Ja. Bau dir eine Kletterpicke. Ja, die habe ich in meinem Loot. Bau dir eine neue. Aber bis ich wieder bei der Werkbank bin und mir das bauen könnte. Oder bau dir eine Foundation-Treppe hoch. Ja, bis ich ja aber Foundations gebaut habe, ist doch der Loot auch weg. Naja, aber dann versuchst du wenigstens noch dran zu kommen. Ich versuch's da jetzt auch. Ich sehe dein Film doch nicht. Kann doch nicht. Versuche hier irgendwie hochzuklettern. Na, wenn man sich hier irgendwie am Geäst hochziehen könnte, das wäre toll. Ja, jetzt fahre ich wieder und immer nur weiter runter. Ich glaube, in dem Loot da dürfte schon gar nichts mehr drin sein. Du bist nur nach einer Minute da. Ja, dann ist der jetzt der. Das war ja der zweite, wo ich, also das zweite Mal, wo ich gestorben bin. Das erste Mal, wo ich gestorben bin, war ja da. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt ist der Lootstrahl weg. Nein. Ich hätte in der Zeit nicht noch einen Kletterpeak mitnehmen können. Ich hätte gleich zu Hause, als ich losgerannt bin, dran denken sollen. Aber dann habe ich nicht gedacht, dass das irgendwo liegt, wo ich nicht rankomme. Mein Loot ist weg. Die schöne Kleidung, die mir Abi geschenkt hat. Achte doch bestimmt noch mal.
Grüße zu Harlekin. Ja, zu Harlekin. Oh, danke, Dragona. Na komm, Harlekin. Heute noch, wenn es geht. Na komm jetzt. Ich wurde zurechtgeschubst. Dabei meinst du die Kuh? Das ist der kleinste Folgeabstand. Nee. Ach, da ist Follow. Nicht witzig, Abi. Abi schreibt mir gemeine Briefe. Harlekin, was wird denn das hier? Jetzt komm her. Dass man die Kühe halt auch nicht reiten kann, ist so nervig. Den keinen Streusatz drauf machen und reiten? Nee, auf weibliche Kühe kann man, soweit ich weiß, nicht reiten. Warum ist denn hier auch ein Leichenstrahl? An diesen hier erinnere ich mich gar nicht. War das Abi? Nee, das ist auch Ebu. Bin ich hier nochmal runtergefallen? Ah, da bin ich verdurstet. Stimmt, einmal bin ich verdurstet. Genau, ich bin auf der Suche nach Harlekin dreimal gestorben. Ah, da bin ich verdurstet. Da bin ich runtergefallen und da bin ich ertrunken. Nee, ertrunken bin ich gar nicht heute. Als Beispiel. Hier ist nur Lügengeschichten, damit ich einen schlechten Ruf bekomme, Harlekin. Hm. Ja, du erzählst ja jedem, dass ich ertrinke im Spiel. Oh mein. Wer war das mit den Geschichten über dich, Ebu? Der Uga? Patinka oder wie? Oh, Tinka. Ja. Die nimmt immer ein Bild, wo ich irgendwie mit drauf bin und dann deckt sie sich irgendwelche Geschichten dazu aus. Und erzählt die aller Welt. Ja. Dann komme ich meistens nicht gut bei weg. Ich glaube, wir hätten bei dem Fundament hochlaufen können. Naja, scheißens schaffen wir dich erstmal auf das zu dem anderen zu Hause. Ich wäre gerne bei der Geschichte bei gewesen mit dem Schiff versenken und so. Bei der Schnitzeljagd von Trolli. Nee. Wo du Tiller wohl Schiff versenkt hast. Erstens, ich habe das Schiff von Tiller wohl nie versenkt. Zweitens, das war bei der Schnitzeljagd. Achso, okay. Ja. Aber drittens, ich habe dieses Schiff nie versenkt. Das war du selber. Du hast mich ja auch nicht fast getötet bei der Drachenschlucht. Das waren ja auch die Drachen. Hey, ich habe das Ei nicht genommen gehabt.
Also nicht beim zweiten Mal. Das erste Mal auch nicht gut. Aber es war blau und hat geleuchtet. Deine Elster, Ebu. Nein. Ebu, Mastax. Kleines Ebu, Mastax. Ah, wie. Eine Kuhherde. Ich. Wie bitte was? Ich hab Hunger, ich gehe jetzt ins Haus. Er sagte eine Kuhherde. Harlekin und mich hat er als Herde beschimpft. Wir haben nur eine Kuh, Avi. Und die heißt Harlekin. So. Hier machst du jetzt Pause. Nicht sowas zu essen. Ich muss Warum sind halt alle so gemein zu mir? Wie bitte? Vergiss mal, auf diesem Schiff muss ich die Wege selber setzen. Hast du keine Kuh dabei? Auf diesem Gammelschiff. Ich fahre das auch nur, weil ich keine Lust hatte, hin und zurück wieder zu fahren. Jetzt muss ich so gesehen nur zurückfahren. Auch wenn ich glaube, dass das hier total lahmarschig ist, was ich. Ja, aber Harlekin wollte mich ja beschützen und hat dann irgendwie versucht, das Aggro von mir auf sich zu ziehen oder so. So ganz genau weiß ich auch noch nicht mehr. Ich weiß nur noch, ich hatte das Ei und wollte schnell weg. Ja, und die Drachen waren 2 Meter vor ihr, wo sie das Ei gelootet hat. Aber die hat sie nicht mal gesehen. Das war ein Ei und es hat geleuchtet. Gute Nacht, Jackie. Weiterhin gute Besserung. Erhol dich gut. Und Dankeschön. Schlaf du gut. Süße Träume dir. Welches Tier guckt immer und klaut leuchtende Dinge? Ebu Mastax. Oder eine Elster? Nein, Ebu Mastax. Ich muss mir neue Rüstung bauen. Neue Piken und alles. Das ist positiv. Neue Sachen. Yay! Weiß nicht, ob Avi mir nochmal neue Sachen baut. Ebu Mastax. Ah, guck mal, ich habe vorgesorgt. Ich habe hier noch Sachen. Ich wollte gucken, ob ich einen Eimer bauen kann. Wie heißt denn Eimer? Back, oder? Wie heißt Eimer? Kann ich den bauen? Der Bucket. Bucket. Wie wird das geschrieben? B-K-E-T. B-K? B-U-C-K-E-T. Okay. Den kann ich nicht lernen. Den kann ich nicht bauen. Wo lerne ich den? Ich glaube in Schiffsbaukunst. Schiffsbau? Ja, zum Schippen ist der da. Ah, okay. Du Wasser hast. Doch, die Arg-Nervensägen.
Aber Harlekin nennt mich immer Ebo-Mastax, weil er meint, dass ich mich genauso wie ein Pego-Mastax verhalte und dann genauso lache. Das Lachen, das kam nicht von mir. Das Das kam von war Abi. Abi, ja. Die haben sich beide zusammen den Namen einfallen lassen. Hat mich nur kürzlich amüsiert, wo dieses Wuff-Wuff war. Oh, was? Wo du dieses Wuff-Wuff gesagt hattest. Ja, weil du immer vergessen hast, die Hunde zu themen. Musste man dich daran erinnern, dass du Hunde themen solltest. Irgendwie, ich finde hier keinen Eimer. Es geht. Dass der kommt bei. Moment. Tipp, right. Wie bitte? Sag Right, mal heißt bitte das nicht? zuerst oben die Kategorie. Friendship. Siemensship? Ja. Dann Basics of Sailing und dann kommst du zu Shipwright. Bucket. Man müsste hier Abi nicht den Bucket bauen können? Ja, ich glaube, Avi kann den Bucket bauen. Der ist schon wieder Weil gestorben. er baut doch die Schiffe für euch. Ja, stimmt. Dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn er den einmal lernt. Wir haben die 50.000 Betäubungspfeile geklaut. Ja, das ist der Nachteil an dem Mod, der alles übereinander macht. Wie heißt der Mod? Stickmod? Genau, das ist der Nachteil vom Stackmod. Da kann man ganz viel auf einmal verlieren. Die Gomastrix gehen ja noch, da kann man sich dann noch wiederholen. Aber diese Kackmöwen. Ja. Würde ich Ibu auch nie. Mamsti, danke schön für deinen Follow. Willkommen im Team. Würde ich Ibu auch nie betiteln. Die Ornis oder wie die Dinger heißen. So, ich habe ja nichts dabei, weil ich bin ja gestorben. Achso, ich habe vielleicht dabei. Ach nee, egal. Nö, ist mir jetzt. Vielleicht ist mir jetzt auch egal. So. Ich mach raus. Also nicht, weil ich gefrustet bin, also das auch, aber ich bin noch total müde und fertig und das kommt gerade irgendwie alles zusammen. Naja. Mit Ebu auch. Ja, Ibu hört auf. Es gibt kein Harlekin zum Raiden. Harlekin hat mich ja vorhin geraidet. Oder fängt Harlekin jetzt wieder an? Nee. Nee. Harlekin spielt zwar noch ein bisschen, aber der einfach nur so vor sich hin. So, ich habe mal wieder keinen, der Atlas spielt. Ich schicke euch zu einem Arc-Spieler, beziehungsweise zu einer Arc-Spielerin. So, ich habe mich bestimmt verschrieben. Nein, gut. Okay. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Vielen lieben Dank auch für euer Verständnis, dass ich halt, wenn es mir nicht so gut geht, ich dann halt spontan mal nicht streamen kann wie gestern, dass ihr das versteht und dann nicht mit mir rumschimpft. Vielen lieben Dank dafür. Und dann Dankeschön heute fürs dabei gewesen sein. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Morgen einen schönen letzten Tag der Woche. Schlaft gut und erholt euch gut. Tschüss.